Fress das jetzt, Little S. Fox. Fox. 500.000. Get some Strom. Get some Strom. Der doch nicht auf diese Seite passt. Ich hätte gedacht, der passt dahin. Offensichtlich aber nicht. Was, der Oroyanisarius? Sie haben es geschafft. Klar. Den Dinosauriern scheint ihr neues Menü zu bekommen. Gut. Das eröffnet uns so viele neue Möglichkeiten. Wie einen neuen Dinosaurier. Ah, einen cool. weiteren Pflanzenfresser. Ein Uranosaurus. Uranus. Erforschen Sie es und brüten Sie dieses neue Tier aus. 750.000. Na gut, komm, wir bauen ein kleines. Dann bauen wir halt alles voll mit kleinen Kraftwerken. Who cares? Jo, anbinden. Und natürlich auch den Weg anbinden. Und dann machen wir den Uranosaurus klar. Uranusaurus. Ah, geschwungen ist vielleicht cooler. So. Expedition abgeschlossen. Jawohl, zu den Fossilien war ich zu langsam. Ah, Dinar extrahieren. Auf jeden. Keine Dinar mehr extrahieren. Yeah. Ah. Ja. Und Eier. Was sind die wert? 300.000. Das ist gut. Können wir nämlich jetzt vielleicht den Uranusaurus. Da ist er. Erforschen und dem wahrscheinlich auch was Spezielles füttern. Alle anderen kriegen nichts Spezielles. Punkt. Ich glaube, die brauchen das jetzt auch nicht mehr, ne? Oder? Ja, denen geht's gut. Was geht mit der Lebenserwartung? 40% erhöht. Das ist eigentlich ganz nice, aber wir bringen sie wieder zurück in das andere Gehege. Weil wir es können. Und züchten uns dafür dann vielleicht einen T-Rex. Aber zuerst gucken wir, was die da wollen, damit wir die Mission zweimal vorbeikriegen. Die nervt nämlich ein bisschen ab. Ganz dezent. Obwohl, es geht eigentlich. Es gibt Schlimmeres. So, wir produzieren 60. Das können wir natürlich gleich mal erhöhen auf verbesserte Leistung. Und Ausfallschutz. Mioink. So, das neutralisiert sich dann nämlich so quasi. Kontrollerlollraum. So, 81, 88. Den haben wir fertig. Das ist toll. Okay, dann 81, 88, die zwei. Und wir können den anderen Dino natürlich jetzt auch erforschen bzw. züchten. Mit einer Bewertung von mindestens 45. Der Oranusaurus. Oranu, wo ist er? Ist der noch? Achso, der ist jetzt erst in der Ausgrabungsstätte verfügbar. Da war was. Ne, der ist... Ah ne, ist noch nicht fertig. Aber dann können wir die Fossilien auch klar machen. Ja. Okay, euch transportieren wir wieder. Vielleicht... wo weniger los ist. Ach, keine Ahnung, dahin. Wo ihr vorher auch schon wart, komm. Was soll der Scheiß? So. Dann, Expeditions... Pori. Der Uranosaurus. Wo kann er sein? Stego. Urano, da ist er. Aktuelles Genom. Parasaurolophus. Sinoceratops. Also als nächstes dann auf jeden Fall da. Das Zeug abfarme. Kommen noch mehr, hä? So wie es aussieht, weil da sehr viel Warte auf Dinosaurier ist. Irgendwie gut möglich. Und wir gucken nochmal nach den Gästen. Die Dino-Bewertung ist voll für den Arsch. Die Zufriedenheit auch. Nahrung und Einkaufen sinkt. Jetzt ist natürlich die Frage, was wir für die Gäste noch haben. Nahrung und Einkaufen. Das haben wir schon sitzen. Das haben wir schon sitzen. Wir müssen auf jeden Fall für die was erforschen. Genetische... Was? Gebäude, Besucherzentren. Kleiderladen. Spielwarenladen. Ja, yeah, am besten alles. Ja, kostet natürlich einen Arsch voll Money, Money. Aber was willst du machen? Machst du nix? Dauert alles ein wenig.
Jo, das wäre zu den Fossilien, danke. Extrahieren, all of it. Und verkaufen, wow, das war nicht wirklich viel wert. Verkaufen. Extrahieren, verkaufen und dann Expeditionskarte. Stegosaurus, da ist er, der Urano. Gut. Mal mit dem 50% Genom brauchen wir gar nicht erst anzufangen. Ganz klar. Zu schwach. Wir können uns stattdessen natürlich einen T-Rex holen. Wir haben einen T-Rex. Noch nicht, aber gleich. Oh ja. Ich glaube, ich brauche noch eine Zuchtstation. Dafür. Aber zuerst gucken wir mal, dass wir die Einkaufswertung oder was auch immer gerade, Restaurant, was auch immer sie wollen, noch heben können. Nahrung und Getränke und einkaufen. So, das war jetzt natürlich Restaurant, Essen und Getränke. Und das andere war, dass da Spaß und Einkaufen, da geht es natürlich massiv nach oben. Aber wir bauen jetzt erstmal ein normales Restaurant dahin, damit die die Schnauze halten. There you go. Ah, ist der Weg nicht verbunden. Oh Mann, that sucks. Kann der Weg nicht verbunden sein? Wo ist er denn? Dein Ernst, jetzt kann ich das nicht verbinden, oder was? Wie sieht das denn jetzt aus? Wie zum Henker sieht das denn jetzt aus? Mist, da habe ich es ein bisschen verkackt. Mit dem Weg. Ja, lassen Sie sich in unserem neuen Restaurant verwöhnen. The fuck? Come on, can do. Ja. Sieht ja echt kacke aus. Aber was soll's. Muss. Gut, das müsste die Bewertung auf jeden Fall wieder nach oben holen. Mann, Mann, Mann. Nahrung. Gut, es könnte natürlich auch einfach an der Verbreitung von allem liegen, ne? Sehen wir dann später. DNA extrahieren, extrahieren. Oh ja, extrahieren. Super, ich dachte, hier wird der Ertrag wieder erhöht. Aber nein. Na gut, dann eben nicht. Das Ding da, das können wir abreißen. Ja, cool. Sonst ist immer noch, jetzt noch alles im grünen Bereich. Mann, 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 das wird aber noch eine Weile dauern, ne? Ich merk's gerade schon wieder. Die Nahrungsbewertung, ja, das ist das Problem. Es geht nicht darum, dass es hier ist. Fastfood, Souvenir, Toilette. Sondern, dass da unten nichts ist. That's the problem. Okay, dann reißen wir das gerade wieder ab. Ja. Yeah. Und auch die blöden Wege da. Ja. Na, Mjoink, Mjoink. Was ist das denn jetzt? Wie sieht das denn jetzt aus? Fucking. Was zum... Ah! Na ja, gut, irgendwie scheint es ja trotzdem verbunden zu sein. I don't know. Es ist auf jeden Fall da. Gut, da können wir noch was hinbauen. Wenn wir das denn dann wollten. Aktuell natürlich nicht. Solange uns die Dinosaurierbewertung nämlich den Arsch aufreißt, brauchen wir uns da gar nicht groß zu bemühen. So sieht's aus. 180, ja. Scheißen Drag. Aber es wird. Es wird trotzdem sicher werden. Wenn wir den Uranosaurus mal da rausgeholt haben. Tegama. Beten. Okay, den. Wir bleiben beim Tempo. Ich meine, der Ertrag bringt es auch nicht wirklich. So viel mehr bringt uns der Scheiß jetzt überhaupt nicht. So, Grabungszentrum, Forschungszentrum. Okay. AC2DU-Zentrum. Zentrum. Und ein T-Rex-Zentrum, wie gesagt. Aber kein T-Rex. Schade. So. 120.000, immerhin.
Die Eier waren verdammt viel wert. Okay, da ist fertig. 90% Stegosaurus. Haben wir hier nicht nochmal Stegosaurus? Parasaurolophus, Sinoceratops. Naja, gut. So viele neue Dinos, verdammt. Gut, der große Futterverteiler. Ich glaube, der wird überhaupt nicht mehr angenommen, oder? Oder? Von wem? Von wem wird er angenommen? Okay, Uranosaurus ist lebensfähig. Jetzt erst. Immerhin. Jetzt könnten wir ihn züchten. Mit einer Bewertung von 45. Dinosaurier ausbrüten. Uranosaurus. 50%. Und die Bewertung ist aktuell 26. 33, okay. Also auf die 45 kommen wir im Leben nicht. Gut, wir brauchen noch mehr Genom-Spaß. Können auch nichts kreuzen. Gerade mal so festgestellt. That's not possible. Bei 53% Genomsequenzierung. Okay, dann eben nicht. Toys, ja, läuft, läuft, läuft. Souvenirs und Fast Food. Gut, achso, ich wollte noch ein bisschen mehr für die Besucher erforschen. Stimmt, da war ja was. Ja. Brauchen wir alles. Genetische Forschung, stimmt, da war auch noch einiges. Medizinische Behandlung wäre natürlich auch nicht schlecht. Paleo-Datenbank, das dauert aber auch noch. Paleobotanik. Baumfarne. Große Paleo-Futterstation. Pflanzenbeet-Upgrade 2.0. Erst nach der Zufluchtmission 4. Alter. Okay. Ja. Ja, wollte ich schon sagen. Extrahieren. Yay, das war schon wieder einiges wert. Sehr gut. 56% und 95%. Ja gut, da bin ich mir noch nicht sicher. Irgendwas fehlt uns aber doch noch. Da ist Stego. Okay. Forschung abgeschlossen. Geht noch mehr. Gebäude. Noch zwei Forschungen hinterher. Wir haben es ja, wir haben es ja. Haben wir sonst nichts zu tun. Offensichtlich. 46 ungenutzter Strom. Das ist gut. Getränk und Spaß. Spaß. Mehr Spaß. Wäre cool. Auf der Toilette gibt es keinen Spaß. What? Ist aber schade. Und auch nichts zu essen auf der Toilette. Spielhalle. So viel. Fucking fun. Yay. Aber das ist natürlich immer noch so, dass wir hier noch klarkommen. Die Dinosaurierbewertung ist Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. 45, wie sieht's denn aus mit, ja, genau, damit ist er das, ja, oh Mann, das dauert noch ein bisschen, na gut, dann können wir hier noch ein bisschen dieses letzte Gebäude, Fossiliengebiet, erforschen, definitiv, und vielleicht noch ein paar Upgrades, mehr Ausfall, mehr Strom, verbesserte Leistung 3.0, Yes. Was hat das gekostet? Wahrscheinlich zu viel. Aber verbessert Leistung 3.0. Auf jeden Fall sinnig. Aber nur in Kombination mit dem Ausfallschutz 3.0. Ja, Brachiosaurus ist not impressed. Er ist einfach da. Das ist natürlich gut. Okay, alles neu. Jetzt haben wir alles freigeschaltet. Ah nein, Fossiliengebiet. Aber das wird gerade erforscht. Gut.